Ja, also nochmal herzlich willkommen und wir würden euch jetzt mit dem Vortrag sehr gerne dazu einladen, eben über die Grenzen bzw. auch die Grenzlosigkeit von Körper, Technologie und Gesellschaft nachzudenken und sich zu fragen, okay, welche Perspektiven können sich durch bestimmte andere oder weiterführende Theorieansätze dazu eröffnen. Und erstmal so die Frage, hat jemand von euch schon von Neomaterialismen gehört? Oder sich damit vielleicht sogar schon auseinandergesetzt? Okay, also es ist einfach gut für uns, so ein bisschen für den Hintergrund zu wissen, es ist gar kein Problem. Wir werden im Laufe des Vortrags anhand zwei empirischer Beispiele, einmal Reproduktionstechnologien und biometrische Technologien, versuchen, bestimmte Grundbegriffe zu klären und eben euch aufzeigen, ja, welche Perspektiven versuchen Neomaterialismen zu stärken. Genau, und dafür ist es vielleicht auch nochmal ganz interessant zu wissen, wie wir eben zu diesem Thema gekommen sind. Also Anni hat sich eigentlich schon immer für Theorien interessiert, die irgendwie Widersprüche deutlich machen, um so ein Für und Wider auszuhandeln und sich Widersprüche damit eben aber auch nicht auflösen müssen, sondern eher die ja, miteinander zu verhandeln. Und genau, bei mir hat es auch vor allen Dingen so einen biografischen Hintergrund, dass als ich schwanger war, irgendwie festgestellt habe, okay, mein Körper zeigt mir bestimmte Grenzen auf, die ich aber nicht nur rein diskursiv erklären kann, sondern irgendwie mein Verhältnis zu Körper und Geschlecht noch mal ganz neu verhandelt wird. Und genau, eine Dozentin in Jena setzt sich eben auch intensiv mit feministischen Neomaterialismen auseinander, Joris Gregor. Und ja, bei Joris Gregor konnten wir eben unterschiedliche Seminare besuchen, weshalb wir ja dann irgendwie so eine Faszination auch für Neomaterialismen ja, entwickelt haben. Ja, und als wir dann eben so dieses Thema des Soziologiekongresses gelesen haben, grenzenlos leben, interdisziplinär denken, war so für uns klar, okay, eigentlich darf da dieses Thema nicht fehlen, weil Neomaterialismen eben versuchen, Grenzen zu verwischen und damit ja auch so Grenzen zwischen Natur und Kultur neu zu verhandeln, diese vermeintliche Dichotomie neu zu verhandeln, zu überdenken, zu rekonzeptualisieren und damit eben auch, was es heißt, über Mensch, Maschine nachzudenken, Subjekt, Objekt, Geist, Körper und auch diverse andere Dichotomien, diese Grenzen aufzulösen oder ja, anders zu denken. Und sie sind auch von Grund auf interdisziplinär, also weil so ihre Gründer, Mütter, Sternchen, vor allen Dingen eben auch Physikerinnen sind, Biologinnen, ja, naturwissenschaftliche Historikerinnen und so weiter und so fort. Und sie eben versuchen, zwischen Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften Brücken zu schlagen und die miteinander, also unterschiedliche Erkenntnisse miteinander zu verknüpfen. Ja, genau, also wie ich gerade schon gesagt habe, erstmal grundlegende Begriffe, dann werden wir eben diese empirischen Beispiele und die Intersektion zwischen Körper und Technologie anhand dieser Beispiele deutlich machen. Und im Anschluss wollen wir dann mit euch vor allen Dingen auch darüber diskutieren, okay, was bringen uns jetzt diese Perspektiven? Können wir da auch emanzipatorische Ansätze daraus gewinnen? Genau, also so forschungsleitende Fragen von Neomaterialismen und die wir uns eben heute auch im Vortrag stellen, sind, wie kann man das Verhältnis von Materie und Sozialität weiterdenken, von Natur und Kultur? Wie lassen sich vermeintliche Dichotomien verwischen und rekonzeptualisieren? Und wie kann man ihr widersprüchliches Verhalten aufzeigen? Ja, dafür zurück zum Ausgangspunkt feministischer Neomaterialismen. Den setzen wir bei Karen Barad. Also ist nicht der ursprüngliche Ausgangspunkt, von dem er auch so nicht reden kann, aber eben eine sehr zentrale Schlüsselfigur in diesen Debatten. Sie ist Physikerin und sie schreibt eben 2003: Language matters, discourse matters, culture matters. There's an important sense in which the only thing which does not seem to matter anymore is matter. Und genau, ihr Anliegen ist es, neben sprachzentrierten und diskursiven Ansätzen eben auch wieder materielle Realitäten wie Körper und Technologie mit in sozialwissenschaftliche Theorien einzubeziehen. Und in anderen Worten könnte man auch sagen, dass es eben für Neomaterialismen bedeutet, dass sie eben davon ausgehen, Natur und Kultur sind Teil eines Gesamtsystems und sind nicht ohne einander zu begreifen. Also Natur ist schon immer Kultur und Kultur ist auch schon immer Natur. Und
Wir haben überhaupt keinen Zugriff auf irgendwas vermeintlich Vorgängiges. So, es ist in einem untrennbaren Wechselverhältnis miteinander verknüpft. Und plastisch lässt sich das im Möbiusband darstellen. Wir wollten das eigentlich mitbringen. Vielleicht kannst du noch schnell eins basteln. Ja. Wir haben voll vergessen. Genau, das ist von Elizabeth Gross. Und dieses Möbiusband, vielleicht schon, oder? Oder wir zeigen das gleich nochmal vor der Diskussion. Okay. Ja. Genau, da geht man eben davon aus, dass auf der einen Seite Natur ist und auf der anderen Seite Kultur und es so miteinander verschränkt ist, dass man die Grenzen nicht mehr erkennen kann. Wo fängt jetzt Natur an und wo fängt jetzt Kultur an? Und dass diese Grenzen auch prozesshaft sind und in einem dauerhaft unabgeschlossenen Werden, dass sich in diesem unabgeschlossenen Werden die einzelnen Komponenten über ihre Beziehung erst erschaffen. Also jetzt am Beispiel von Natur und Kultur, dass erst über ihre Beziehung sich einzelne Komponenten wie Natur und Kultur erschaffen und die nicht schon vorher existent sind. Ich kann das hier auch kurz sagen. Ja, genau. Das ist sehr unprofessionell, aber sozusagen, das ist eine mathematische Figur eigentlich, die so ineinander übergeht. Ich weiß nicht, ob man es so ein bisschen sieht, aber ja. Ja, könnt ihr es erkennen? Wir wollen es eigentlich auch. Genau. Und dabei wird eben Materie, also ja auch Körper, Technologie, materielle Realitäten als Agent Matter gedacht, also dass sie eben auch eigensinnig und aktiv sind, dass sie nicht nur passiv sind und auf die Diskurse eingeschrieben werden, sondern dass sie eben auch aktiv an Gesellschaft, an Sozialität beteiligt sind. Und Karen Barad versucht diesen wechselseitigen und verschränkten Prozess mit dem Begriff Interaktion auch zu verdeutlichen. Das ist ein Neologismus in Abgrenzung zu Interaktion. Also wenn man an Interaktion denkt, hat man eben zwei einzelne Komponenten, die miteinander in Beziehung treten. Und über Interaktion soll eben deutlich gemacht werden, dass diese Beziehung diese Komponenten erst hervorbringt. Genau, und ja, auf den Körper angewandt bedeutet es, dass wir eben mit ganz komplexen Phänomenen zu tun haben und es zu einer Verschränkung zwischen Natur, Kultur und Technologie kommt. Und was das jetzt genau bedeutet, weil das alles, glaube ich, sehr abstrakt ist, versuchen wir eben anhand von Reproduktionstechnologien und biometrischen Technologien zu verdeutlichen. Und dabei geht es uns jetzt auch nicht darum, dass ihr die Beispiele von Grund auf versteht, wie jetzt In-vitro-Fertilisation funktioniert, oder biometrische Algorithmen, sondern eher sich damit zu fragen, okay, mit welchen technologischen Phänomenen haben wir es hier überhaupt zu tun? Wieso machen es diese Entwicklungen notwendig, den Wechselwirkungen von Körper und Technologie nachzugehen? Welche Machtbeziehungen lassen sich darüber darstellen? Und ja, wie kann ich mit diesen Theorien arbeiten? Genau, ich werde jetzt anfangen mit Reproduktionstechnologien anhand von In-vitro-Fertilisation, also künstlicher Befruchtung. Und der Ausgangspunkt, von dem wir eben ausgehen, ist ein Körper mit Uterus, der nicht schwanger werden kann. Und da eben sich Körper auch eigentlich schon als Agent Matter zeigt. Also ein Körper, der widerständig ist, der eigensinnig handelt, wo ich erstmal nichts machen kann. Und lange Zeit musste das eben so hingenommen werden. Es gab keine Möglichkeit, da irgendwie das zu verändern. Und mit den Entwicklungen, mit biotechnologischen Entwicklungen, stellt sich eigentlich diese Frage, wo endet der Körper neu? Oder wo enden auch die Grenzen meines Körpers? Weil dann eben in den 70er Jahren es gelang, das erste Kind mit künstlicher Befruchtung zu gebären. Genau, und dabei tritt eben Biotechnologie auch als Agent Matter auf, weil durch diese Technologien ganz neue Möglichkeiten sich eröffnet haben und es somit auch zu einer Rekonfiguration dieser Körper kam. Also der Körper endet nicht an der Haut, sondern es ist möglich, durch hormonelle Behandlung die Stimulation mehrerer Eizellen zu erreichen und diese dann auch entnehmen zu können, um sie dann in einem Reagenzglas befruchten zu können. Und das hat natürlich, also diese Entwicklung hat ganz unterschiedliche diskursiv-materielle Effekte, wie wir es nennen oder wie eben
auch feministische Neomaterialismen es nennen. Also dass diese Effekte sich materiell äußern, aber auch diskursiv. Und dass man das auch nicht unbedingt voneinander trennen kann, ist, was ist jetzt eben Diskurs und was ist Materie. Und ja, eben ganz praktisch, also durch diese Entnahme, also zuerst mal kannst du den Körper produktiv machen durch diese hormonelle Stimulation. Du kannst dann die Eizellen entnehmen. Damit kann es auch zu einer Kommodifizierung von organischer Materie kommen. Also Eizellen können verkauft werden. Sperma beispielsweise kann auch verkauft werden. Und ja, das zeigt sich in der Form, dass es eigentlich auch zu einer Medikalisierung von Reproduktion kommt. Also Unfruchtbarkeit wird auf einmal behandelbar. Und ja, Menschen mit Uterus wird sozusagen auch die individualisierte Verantwortung über die Gebärfähigkeit ihren eigenen Körpers übertragen. Also so eine krasse diskursive Verschiebung auch. Und ja, diese Diskursverschiebung macht eben auch diese vermeintliche Notwendigkeit eines eigenen biologischen Kindes deutlich. Also obwohl ja eigentlich Technologien die Möglichkeit hätten, die Naturalisierung von Mutterschaft in Frage zu stellen, weil es eben auch für unterschiedliche Menschen jetzt möglich wird, schwanger zu werden. Aber gleichzeitig verstärken sie eben auch durch diese Möglichkeit Naturalisierung von Mutterschaft. Also weil das eben biologische Mutterschaft und diese Notwendigkeit des eigenen genetischen Kindes damit verstärkt wird, weil es für mehr Menschen zugänglich wird. Und genau, wir sehen darin auch, dass diese Medikalisierung von Unfruchtbarkeit auch zu einer Entpolitisierung reproduktiver Rechte führt. Und es hat auch unterschiedliche bevölkerungspolitische Implikationen. Also wir können uns dann fragen, wer hat überhaupt Zugang zu diesen Reproduktionstechnologien? Wer sind die Nachfrage dieser Reproduktionstechnologien? Welche Körper werden dafür produktiv gemacht? Also wer verkauft überhaupt seine Eizellen? Und von wem sind diese Technologien auch gemacht? Und dann weiterführende Fragen, wie beeinflussen diese die Gesellschaft aktiv mit? Und welche Vorstellungen von Körpern werden da auch normalisiert bzw. verfestigen sich durch die Verfügbarkeit von Technologien? Und ja, am Beispiel von Reproduktionstechnologien zeigt sich eben auch ganz deutlich, dass dieser Zugang zu diesen Technologien entlang rassifizierter, ableisierter und klassenspezifischer Machtverhältnissen läuft. Wenn man sich eben fragt, ja, wer hat dazu überhaupt Zugang, wem wird es angeraten, diese Reproduktionstechnologien auch zu nutzen und wem nicht. Na, jetzt müssen wir hier kurz einen fließenden Wechsel hinkriegen mit dem Mikro. Ah, ja. Okay. Genau, also ich würde jetzt sozusagen das zweite Beispiel machen, das nochmal diese neomaterialistischen Denkweisen ein bisschen veranschaulichen soll. Und also ich habe mich in der Arbeit letztens eben mit biometrischen Technologien auseinandergesetzt und die auch nochmal ein zweites ziemlich gutes Beispiel darstellen, um die Intersektion von Körper und Technologie zu denken und eben auch ermöglichen, Sozialität durch den digitalisierten Körper zu denken. Biometrik an sich ist eigentlich eine Technik, die es schon sehr lange gibt. Es geht da um ganz klassisch Fingerabdrücke, aber auch Gesichtserkennung, Iris-Scans, DNA und aber auch so andere physische Merkmale wie Stimme oder Gang. Und das Ziel dabei ist, eine Identität festzustellen anhand von Körper oder besser gesagt Körperteilen. Also der Körper fungiert da als ein materieller Beweis für Identität. Und ähnlich wie bei den Reproduktionstechnologien gab es dann auch eben in den 60er, 70er Jahre eine Entwicklung, dass es zu einer automatisierten Erkennung kam und damit sich eben auch zu einer Verschiebung von einem Körperverständnis kommt, also auch da hier die Frage, wo endet der Körper? Hier zum Beispiel bei dieser Gesichtserkennung haben wir ein Bild von einem Gesicht und da werden Merkmale extrahiert, wie man das jetzt hier an diesen schwarzen Punkten sieht und die werden sozusagen extrahiert, um einen unterliegenden Pfad zu repräsentieren und dann in Daten kodiert. Und somit kommt sozusagen das Bild von einem Körper, wird in Daten und es kommt zu einem
digitalisierten Körper sozusagen. Und diese neue Technologie verändert dann eben auch auf der gesellschaftlichen Ebene oder auf einer verschiedene Dinge. Einmal kommt es zu neuen Formen der Überwachung durch biometrische Technologien unter dem Postulat der Sicherheit. Also statt, es wird sozusagen angepriesen viel mit biometrischen Technologien, statt dass ich meine Karte und meinen PIN habe, um irgendwie Geld abzuheben, bezahle ich jetzt einfach mit meinem Gesicht. Aber was man eben sozial auch viel sieht, ist, dass es dass diese biometrischen Technologien genutzt werden, um neue Formen von Kontrolle und Disziplinierung von Menschen zu ermöglichen. Und das vielleicht ein ganz prominentes Beispiel, diese Gesichtserkennungskameras in China, die für dieses Social Credit System verwendet werden. Aber auch, dass in vielen Staaten heutzutage für Zugänge zum Gesundheitssystem oder zum Sozialsystem biometrische Daten erforderlich sind. Eine weitere Ebene ist, dass es sich dabei um profitorientierte Unternehmen handelt. Also diese Daten und Technologien werden verkauft, sie werden viel von Staaten eingesetzt, aber die müssen eben mit privaten Unternehmen kooperieren. Eine andere Ebene, die so vor dieser Hintergrundfolie der neuen Form der Überwachung auch hervorkommt, ist, dass viele Wissenschaftlerinnen, die sich mit biometrischen Technologien und deren gesellschaftlichen Auswirkungen beschäftigt haben, eigentlich so ein bisschen herausgefunden haben, dass diese Technologien viel unter so einem Prototyp eines normalisierten Körpers eigentlich konstruiert sind. Und zwar gibt es diese gesellschaftliche Annahme, dass Technologien objektiver und neutraler sind als jetzt menschliche Entscheidungen. Und dennoch ist eben zu sehen, dass viele Körper, die einer bestimmten Norm nicht entsprechen können, so zum Error werden. Also ich habe da zwei Beispiele. Einmal von zwei Wissenschaftlerinnen, Elida Jacobsen und Ursula Rau, die sich vor allem so fokussiert haben auf ein biometrisches System, das in Indien etabliert wurde, um die Bevölkerung so zu erfassen. Und da geht es darum, dass die BürgerInnen ihre biometrischen Daten abgeben und dann so eine ID-Nummer erhalten. Und diese Prozedur ist eigentlich freiwillig, aber nur mit dieser ID-Nummer bekommt man bestimmte Zugänge zum Gesundheits- oder Sozialsystem. Also es ist sozusagen wie so eine positive Belohnung, wenn man diese Daten abgibt. Und in ihrer Arbeit haben eben Jacobsen und Rau festgestellt, dass sich viele Personen nicht registrieren lassen konnten, zum Beispiel aufgrund ihrer Arbeit, die sie verrichtet haben, oder ihres Alters. Also ein Beispiel ist da, dass die handwerkliche Tätigkeiten denen nachgegangen sind und ihre Fingerrillen sozusagen nicht mehr detailliert genug sind aufgrund von Chemikalien, mit denen sie gearbeitet haben, zum Beispiel, um Fingerabdrücke abzugeben, und dann ihnen ein biometrisches Merkmal gefehlt hat, um diese ID-Nummer sozusagen zu bekommen und ihnen damit auch diese Zugänge zu dem Gesundheits- oder Sozialsystem fehlen. Ein anderes Beispiel ist von Simone Brown, die sich vor allem um so Black Surveillance oder da Studien dazu gemacht hat und die in ihrem Buch schreibt, dass eben viele Personen mit einem dunklen Hautton von biometrischen Systemen nicht erfasst werden. Also da ging es vor allem um diese Face Scans auch, und das hat auch eine ziemlich große mediale Debatte in den USA so nach sich gezogen. Was sehen wir daran? Biometrische Technologien sind sozusagen auch Agent Matter, also sie reproduzieren und erzeugen aber auch neue Formen von Diskriminierung und verstärken vor allem aber auch Exklusion anhand von den Kategorien von Race, Gender und auch Disability. Genau.
da ist nämlich, also das, was ich hier noch so unter Hypervisibilität habe, ist das Interessante, oder interessant, also dass halt diese Personen, die sozusagen dann zum Error werden, also deren Körper nicht diesem normalisierten Prototyp entsprechen, wie aus diesem System rausfallen und dadurch, dass sie aus diesem System rausfallen, eigentlich auch so, ja, hyper-visible werden. Und gleichzeitig jetzt nochmal, um auf diese neuen Formen der Überwachung zu rekurrieren, dass vor allem auch Personen, die eh schon verletzbar oder eh schon viel Diskriminierung erfahren, häufig, wenn es um so biometrische Überwachung geht, da auch nochmal auch so eine Hyper-Visibility auf diesen Personen liegt. Ja, das sind jetzt zwei Beispiele, die wir rausgesucht haben, um euch so ein bisschen zu zeigen, wie kann man denn mit so neomaterialistischen Theorien denken oder wie fordert uns auch eigentlich die Empirie dazu heraus, ja, Materien mehr einzubeziehen, uns zum Beispiel in Technologie mehr zu, ja, reinzudenken, wie die funktionieren und auch was für Auswirkungen die gesellschaftlich haben. Ich gehe jetzt im letzten Schritt nochmal wie so ein Stück zurück zu den very basics von den Neomaterialismen, und zwar spielt da die Cyborg von Donna Haraway auch eine ziemlich große Rolle. Donna Haraway hat 1985 das Cyborg-Manifest geschrieben, und ich finde, dass es eine ganz gute Denkfigur auch ist, um dieses gegenseitige Durchdringen von Sozialität und Materie irgendwie auch nochmal zu verstehen. Und sie macht eben drei Grenzüberschreitungen aus, die auch schon vorhin Franzi so ein bisschen erwähnt hat, zwischen Mensch und Tier, Mensch und Maschine, physikalischem und nicht-physikalischem. Und macht eben auch nochmal dadurch so deutlich, wie Körper und Technologien als Akteure der Subjektivierung in unserer Zeit sozusagen gedacht werden müssen. Und also dieser Aufsatz von Haraway ist ziemlich komplex in einer Art, und immer wenn man den neu liest, kann man auch nochmal Neues rausfinden. Was ich aber nochmal als sehr zentral irgendwie da sehe, ist, dass Haraway eine Position hat, die auch für die feministischen Neomaterialismen ziemlich wichtig sind, dass sie eben eine Grundhaltung haben, die weder technophil noch technophob ist. Und einerseits eben betonen, dass Technologien zum Beispiel aus einem Weg einen Weg aus dem Labyrinth der Dualismen weisen können. Also wenn zum Beispiel Reproduktionstechnologien es auch möglich machen, dass Menschen ohne Uterus Kinder bekommen und dadurch vielleicht Geschlechterverhältnisse völlig neu sich sortieren müssen, aber dass diese Technologien immer auch eine Quelle der Macht darstellen. Und deswegen ist irgendwie immer in dieser neomaterialistischen Theorie ein sehr wichtiger Punkt, dass die Fragen, dass es eben ein Für und Wider gibt, das ausgehandelt werden muss, das sich nicht unbedingt auflösen muss, aber die Fragen eben politisch bleiben und es eigentlich um eine gesellschaftliche Verantwortung geht. Genau, das erstmal unser Vortrag.